Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge gespielt World of Tanks zusammen mit dem Grimmy und dem DJ Felix. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. Auf der wundervollen Map Overall Out. Als Low-Tier. Ich im Leo PDA. Die anderen beiden haben auch irgendwelche Mediums. So ein chinesisches Kackteil und einen Russen. Mich auch. Bonkus. So, übrigens, wahrscheinlich ist die Chinesenreihe einer der nächsten Reihen, die ich anfangen werde. Die Mediums. Nachdem ich die Leo-Reihe durch habe und den DVP. Da bin ich ja eigentlich gar nicht mehr so weit davon entfernt. Der Patton, der ist so ein Selbstläufer, den spiele ich so nebenbei. Und die nächsten beiden Reihen werden dann wahrscheinlich die chinesischen Mediums und die britischen Mediums. Ihr könnt übrigens gerne mal in die Kommentare schreiben oder ääußern, welche Reihe ihr als Road to Titan sehen wollen würdet. Falls euch eine dieser beiden Reihen interessieren würde, dann habe ich schon mal einen Anhaltspunkt. So, da kommt eine ganze Menge durch die 8er, 9er, ne? Der Heavy ist blöd. Ich stehe hier auf, WTF. Ich stehe immer hier. Wenn wir nicht so, und gehe hier immer wieder. Wenn wir nicht so allein hier wären. Robert, mach mal die Sirene aus. Nein. Jo, da war schon Schuss. Ich fahr mal weiter nach hinten. Ich gehe da vorne die ganze Zeit auf, ist mir nichts. Oha, da ist auch nicht viel dabei. Hier mal zu euch, dass ich da in dem Bunker wieder stehe. Falls sie dann vorpushen. Im Spotlight. Wir sehen. Aber es gibt Arti. Schlecht. T10 kommt jetzt von umkreist uns jetzt gerade. Komm hier. Bratzen gerade auf mich hier. Ja, die fahren hinten durch. Wir haben hier noch ein kleines Heavy-Problem. Na. Oh, jetzt bin ich hier fast umgekippt wegen so einem blöden Graben. Wenn der T57 nicht da wäre. Ja, da schießt ja schön immer ins Genick. Und sogar zwei T10er, also ich kann da leider nicht viel machen gerade gegen die T10er. Ich versuche die irgendwie. Hält zu stimmen gerade mein Haus, finde ich nicht so. Spotten, aber. Oha. Vielleicht. Was ist man da? Ja, eine T10 fährt auf euch zu. Ich versuche mal von hinten an den Rand zu fahren. Ich fahre vorne halt drauf. Ich weiß jetzt nicht, wo der andere T10 noch ist. Der ist. Der dem folgt oder ob der dem den Rücken abdeckt. Ah, hinter mir ist ein Buttshot. Okay, der ist raus. Andere T10 hat mich aufgemacht, der muss hier irgendwo stehen. Da ist er. Querschläger von hinten. Ach komm. Nice. Eine gute Runde. Oh, T57 Heavy schießt auf mich. Der einzige 10er Heavy, mit dem man, auf dem man nicht mit Gold schießen muss. Bounce halt irgendwo durchzukommen. Wobei der auch echt gern mal was bounced. Also wenn ich ihn fordere, nicht. Irgendwie habe ich immer das Pech, dass ich irgendwo ungünstig an einem Winkel vom Turm schieße und da dann abprallt. Die Wanne ist manchmal auch ein bisschen tricky. Ja, links und rechts. Weil die da irgendwie so einen steilen, Winkel hat. Eigentlich totale Papierpanzerung, aber. So, einen Schuss werde ich ganz gerne noch auf irgendwas. Minimalski. Der wird es wahrscheinlich nicht werden. Amen! Meins. Dreck.
Giga. Na, na, keine bösen Wörter gegen. Was ist noch? Das ist ein E3. Vater noch? Auch kein böses Wort. Vater noch. Noch ist er am Leben, aber nicht mehr lange. Oh, hat der AMX1390 ein Glück. Mit 1% überlebt. Ich schaue natürlich in deine Richtung, ne? Ja, ja, deswegen fahre ich da jetzt auch nicht rauf. Und der Typ 61. Oh lol. Achso, geht auf die Ketten bei uns. Ach, er hat schon gerade geschossen, nice. Mach's tot! Okay. Bitte, bitte. Kein Ding, du. So, na, das war doch mal eine annehmbare Runde. Ja, aber okay. Für ein Dreifach war das in Ordnung. Ja, kann man mal machen. Muss. Für ein Dreifach war das okay. Ha, trotzdem voll weit unten. Aber vom Schaden her, naja, ist okay. War eine Durchschnittsrunde. Aber okay. Oh, ich weiß nicht, was ist bei mir. So, ja, bis gleich in der nächsten Runde. So, willkommen zurück im zweiten Spiel. Ich habe den Medium einen getauscht gegen den C110E3. Denn wir haben mal drei Tag und deswegen die nächsten gespielt Folgen rotiere ich dann ein bisschen mit dem Panzer. Einfach mal so. Grimmi hat auch den E3. Oh, hallo Grimmi. Partnerlook. Und der Felix, der fährt den. Die Grille 15, nicht den. Den Gruppstahl. Den Gruppstahl. Naja, viel Gruppstahl ist das nicht, eigentlich eher Krupppapier. Oder das ist so. Das ist so der überflüssige Schrott, der angefallen ist, der noch irgendwie zusammengewalzt wird. Dafür ist er leicht. Ist bestimmt 100% aus Aluminium. 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 Kruppstahl war aus. Das ist jetzt Krupp Aluminium. Aluminium. So. Ja, Heavy Linie ist gut besucht, ihr seht das schon. Die Gegner haben eine AT T92, die wahrscheinlich wieder ordentlich auf mich bratzen wird. So wie ich das kenne. Ich bin ja AT Magnet hoch 10. Das ist hier die Kuppel beispielsweise. Das ist so eine Alarmglocke, die zieht alle AT-Granaten an. Oder mich natürlich. Wäre auch eine Möglichkeit. Ne? Ja, du wirst da nicht mal aufgehen. Grille 15 ist OP. Sagt man immer schön, besser ihr als ich. Ich werde mich direkt neben dich stellen, Grimmi, damit du mit in den Tod gezogen wirst. Wir fahren jetzt zur nächsten Runde 2er zurück. Ich bin am Skoda T50 abgeprallt. Ein Güter, stehen Grüne vor den Roten. Ich habe etwas getroffen. Könnte die Heavys da hinten. Die sollen die Heavys da hinten nochmal abmachen. Wir haben ja schon gut Schaden bekommen. Wovon? Von dem T57. Entweder dieser IS-Team lässt mich ran oder gilt halt, fährt als Deckung hin. Wird will, dass der. Boah, was ein Roll, 825 gedrückt mit einem Snapshot. Das war natürlich nett. Ach, wie sie alle hinterm Stein stehen. Oh, bleibst du da rechts? Soll ich mal links fahren? Auf den 121 schauen so? Okay, wir werden da ein bisschen warm. Eieiei, hier sind viel zu viele auf der Linie. Remy! Du schreibst so laut. Sorry. Bam! Oh, jetzt hast du den IS-7 zu mir geschickt, ne? Ich bin weiter geschickt. Oh, ich bin. Mit Gold an einem T57. Ich fahr jetzt rechts lang. Mir zu anstrengend hier bei den ganzen. Guckt euch das an. Oh, die fahren da durch. Die drücken. Grimmi, wir können auch drücken. Fuck, das Haus kann man kaputt machen. Du hast Struktur. I do. Give me some damage. Blocks. Den hätte ich gar nicht mehr tracken brauchen. Hilfe. Ja, die ganze Seite ist eingestürzt bei mir.
müssen wir zurückfahren. Ja, ich würde ganz gerne zurückfahren wollen. Das mache ich jetzt auch mal. Felix, wie lange lädst du nach? 14,23. Oha. 12,23. 12 Sekunden? 12 Sekunden? 12,23? Was hast du denn bitte drinne? Ich 13,73 lade ich nach. Hol dann nochmal den Cruise Skill, wenn ich halt so low bin. Ach so, das ist der Cruise Skill. Ich habe auch Cola drinne, deswegen. Ansonsten bin ich 13,45. Das ist das einzige Fahrzeug, was ich aktuell mit Cola fahre. Und ach, den T7 Combat Car. Für die Zielklappe. Und die Arti. Ja, der braucht das auch. Ja, wenn jetzt jemand den Cap aufmacht, wäre muchas gracias wäre das. Ach, da treffe ich nicht. Oh. PvP. Ja, die EU steht drin. Das ist eine Frau. Also gar nicht wo. Was ist da? Ich hab da gar nicht hingeschossen. Genau auf die Kanonenblende treffe ich den. Oh, Thug Life. I'm sad. Oh, die Battle wäre gut, wenn die raus ist. Ich meine, die klappt hier voll perfekt. Das sind noch ein E50. Komm raus, wherever you are. Oder ich fahr auf den Jagdtischer. Ah, da ist ein Jagd. Ich wollte kurz sagen. Alter, sagte er und der Platz. Oh, der wird flamen. Kriegst du den T? Kriegen die den T-E50 mal auf? Da ist er. Ich kann nie vorfahren, glaube ich. Oder? Kann ich vorfahren? Ich kann vorfahren. Ich kann auch vorfahren, ich bin nur zu langsam. Ich hoffe, der guckt nochmal raus. Oh, ich bin gespottet. Ich kann nicht vorfahren. Die Arti ist raus. Achso, es gibt keine Arti. Ihr verfickten Scheißkleben. Ja, ich hab's gerade gesagt, der Jagdtiger. Ja, die zirpt eine Grille. Achso, hat die andere Grille auch rumgeschossen. Achso, die hat den. Sieht so aus, ja. Ich hab nicht drauf geschossen gehabt. Ah! Yay! Jetzt kann ich irgendwie vorfahren. Ja, die IAU ist auch noch irgendwo in dem Bereich. Boah, daneben. Bin offen, das heißt, die ist irgendwo da. High Roll. Wo ist nice. Die Scheiße? Ja, die spotte mich die ganze Zeit. I drive directly to the front. Da ist der U. The Roo is on fire. Oh ja, die 49 ist jetzt mich fast gerannt. Mal wieder ein bisschen Musik anmachen in dem Spiel. Ich habe Ewigkeiten keine Musik mehr angehabt. So, na das war doch mal eine ganz okay Runde. Zumindest für 2 von 3. Ja gut, für mich auch nicht so. Wenig Schaden geblockt, aber immerhin hat die Arti nicht auf mich geschossen, das war schon mal ganz gut. Ja, das war es eigentlich auch schon wieder für die heutige Folge gespielt. Ich hoffe, euch hat es gefallen, falls ja, lasst mir doch einen Däumchen da und ansonsten sehen wir uns dann das nächste Mal. Bis dann, tschüss! Ciao.